Vrishapati Asana ist die Stellung des befreiten Stieres. Vrisha heißt unter anderem Stier. Vrishapati ist ein in Freiheit gesetzter Stier. Anscheinend war es im alten Indien durchaus üblich, dass man, wenn die Kühe und die Stiere eine Weile ihre Arbeit verrichtet hatten, sie nachher in Freiheit zu setzen und ihnen dabei genügend Platz zu geben. Gut, wie ist jetzt Vrishapati Asana? Garote zitiert mehrere Texte und fasst das wie folgt zusammen. Beuge das rechte Knie und bring das Knie auf den Boden und du sitzt auf der Ferse. Dann beuge das linke Bein und gib den linken Fuß rechts unter das Gesäß. Du sitzt also auf dem rechten Fuß und hast den linken Fuß rechts neben dem Gesäß. Dann gib die Hände auf das Knie und schließe die Augen und konzentriere dich entweder auf den Punkt zwischen Augenbrauen oder Garode erwähnt. Schaue beständig auf die Nasenspitze.